Hallo und herzlich willkommen wieder mal zurück zu Ghost of Tsushima. In der letzten Folge hatten wir den Söldnern geholfen, den Strohhüten oder Ronin oder wie die hießen, an Essen zu kommen. Und ja, in der Gegenleistung dazu helfen sie uns bei der Festung Kaneda, genau. So, heute wollte ich mal diese Ecke hier abarbeiten, bis zur Hauptmission direkt. Und dann haben wir die Hauptmission gleich weitermachen. Dann haben wir nämlich den quasi alles von der Karte aufgedeckt, was irgendwie relevant war. Ich glaube jetzt nicht, dass sich hier noch irgendwas Krasses versteckt. Und wenn doch, kann ich das ja irgendwann mal testen, wenn ich denn mal, ja, Langeweile habe, das mal abzuarbeiten. Um mal zu gucken, ob da noch was ist, wie hier oder so. Was ist das ja eigentlich? Achso, der Händler, genau. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir gleich mal an. Vor uns ist schon mal so ein komisches Haus. Mal schauen, was wir hier finden. Gar nichts? Oh, na wenigstens ein bisschen Loot. Los jetzt, Kagel! Ah, perfekt. Da fehlt er eins. Verdammt. Ich habe jetzt übersehen. Das läuft über alle Berge. Oder? Ja, wahrscheinlich. Ich habe übrigens die Helligkeit des Spiels mal ein bisschen angepasst. In der letzten Folge war es doch sehr dunkel, wie ich finde. Warum auch immer das auf einmal so war. Die Eckarte spinnt irgendwie total rum, wo sie neu ist. Und dementsprechend, naja. Habe ich etwas heller gemacht und jetzt sollte man deutlich mehr erkennen. Da drüben ist was. Ich komme nicht. Ah, Mist. Ach, verdammt. Ich habe wieder statt einen Schleichangriff keinen Attentat gemacht, nur einen Schleichangriff. Ach, verdammt. Das passiert mir leider Gottes oft. Naja, gut. So ist das halt, ne? Du verdienst das Allerbeste. Lothar Kagel! Hier!
Was soll man? Meine Güte, ich stell mich aber auch an heute. Schon mal? Nee. Oh. Oh, shit. Ach Mann, ich hab wieder den Fehler gemacht. Was? Oh, ach, das sind wir wahr. Ah. Pfeile besorgen, wie ich finde. Na, in der Ecke, oh Gott. Ah, hallo. Ach, verdammt. Hast du aber Schwein gehabt. Und ja, jetzt ist es, finde ich, deutlich heller hier. Wobei ihr das heller seht als ich. Bei mir auf dem Fernseher ist es deutlich dunkler. Ich sehe das ja auf meinem anderen Monitor gerade. Da ist es heller. Und bei mir ist es auf dem Fernseher etwas dunkler, aber macht nichts. Ich sehe mehr als vorher. Das reicht mir ja schon. Jo. Schöne Aussicht, wenn es zumindest hell wäre, oder?
Schnell, Kage! Oh, war da gerade ein Fuchs? Ah! Oh, nicht schlecht. Ich hab doch richtig geguckt. Moment, lieber Fuchs, Moment. Was ist denn hier? Mein Herr. Na gut, ich dachte, hier gibt es jetzt irgendwie mehr. Aber der Fuchs war doch hier vorne irgendwo. Das heißt, hier muss sowieso der Bau irgendwo sein. Ich glaube, den finden wir auch alleine. Ja. Ich dachte, wir finden ihn auch alleine. Wo ist er denn? Ist er weggerannt wieder, was? Dann muss ich wohl zum Fuchs zurück. Ach, nachts ist es natürlich scheiße hier. Da sieht man nicht so viel. Ach, da ist er ja. So, auf ein neues. Gut, den hätte ich nicht alleine gefunden. Das steht mal fest. Naja, hat sich doch gelohnt, hier das bisschen zu erkunden. So, denn. Oh, nein, schon wieder. Scheiße. Und wieder die Beine gebrochen. Ich glaube, das wird jetzt wieder Mode bei mir. In jeder Folge mir die Beine zu brechen. Ich ahne es schon. Ah, ja, hier versuchen. So, schön. Los jetzt, Kage! Da haben wir doch schon den nächsten Mörder vor uns. Ach, keine Bogen. Ach, keine Pfeile, verdammt. Ach, dann lass mich im Arsch damit.
Ist der echt geflüchtet? Aber ich glaube, Pfeile hättet ihr jetzt auch nicht bei gehabt. So. Ich bleibe hier, bis sie tot sind. Hä? Ach, da oben. Ich glaube, wer kriegt ihn nicht runter, oder doch? Naja, nicht ganz, aber so ähnlich. Ihr müsst mir helfen! Bald seid ihr frei. Meine Gebete wurden erhört. Ihr seid sicher. Ihr ehrt mich, wenn ihr dies annehmt. Was gibt er mir denn jetzt schon wieder? Und ich sehe immer nicht, was er mir gibt. Ich kann es immer nur raten. So. Sehr gut, Kage. Lotta, Kage! Gut. Naja. Geht auch mit Bandfallen. Das sägt auch schon wieder Feinde. Mal gucken, was die machen, wenn man von hier hinten schießt. Ach, ich muss eh darüber. Und dann. Oh. Oh! Toll. Wieder ein wunderschöner Bauchklatscher. Oh, da ist ein Banner oder irgendwas, oder? Na, Tatsache. Ein Banner. Gib mir Pfeile! Was? Gib mir Pfeile! Er gibt mir auch keine Pfeile. Finde ich doof. Oh, keine sauert Pfeile bei oder was? Oh, auch alle leer. Also vor der nächsten Hauptmission müssen wir auf jeden Fall nochmal unsere Pfeile auffüllen. So viel ist mal sicher. Ach, die teuren Pfeile, ey. Nee. Das Schweinchen ist weg. Naja, gut. Ich bin nicht so.
Oh, zwei Pfeile. Zombies beißen, Jungfrau. Mega geil. Also diese Kettenangriffe sind der absolute Hammer. Die mag ich total. Oh, kann man denn da ein Fort? Ja. Naja, sieht nicht sehr lebendig aus hier. Komm mal zu. Juno und Taka sollten dort sein. Ah, nee, dann ist schon Hauptmission, oder? Aber ohne Pfeile ist mir das ein bisschen blöd. Jetzt geht's schneller, der Punkt. In der Nähe. Ach, jetzt zeigt er mir die Hauptmission gar nicht direkt an. Jetzt. Nee, das geht so nicht. Da muss ich sofort zum Lager. Das ist das nächste Lager hier. Da. Ein Händler, ein Fallenstein. Ja, reicht ja. Dann füllen wir unsere Fallen nochmal auf. Juno und Taka sollten dort sein. Ich wäre euch gern zu Diensten. Na. Ich musste den Kopf freikriegen. Ich habe Waren aller Art. Ich hoffe, das hilft. Tut mir leid. Dafür brauche ich mehr. Oh. Gut, haben wir alles voll, oder? Reicht das? Ja, alles war anders voll, glaube ich. Gerade so. Ich bin ja pleite. Empire Brandpfeile könnten nicht schauen. Ausgezeichnete Wahl. Mann, der hat ja Wucherpreise, ja da. Leb wohl. Bis zum nächsten Mal, mein Herr. Möchtet ihr sehen, was ich habe? Na, dann zeige ich mal her. Haben wir das nicht schon? Nö. Den haben wir aber schon. Na gut. Aus wie so ein Kleid, oder? Also die haben wir doch jetzt. Nee, wir haben gar keine davon an. Weiß nicht. Sieht wie komisch aus. Das sieht ja noch komischer aus. Oh, dieser Hut muss weg. Dunkel, das geht ja schon eher. Ihr werdet Nutzen daraus ziehen. Achso, warte mal, ich kann ja die Blumen dafür nehmen. Fällt mir gerade auf, dann kann ich ja alle kaufen. Eine gute Wahl. Dann kaufe ich sie alle. Auch gut. Danke. Ja gut, die Scheiße hier nicht. Ach ja, Hüte hat er. Hat er Hüte. Oh Gott, das Ding sieht auch aus. Ich hoffe, damit ist euch gedient. Achso, man kann die Farben hier unten ändern? Weiß ich gar nicht. Ach, guck ihn an. Das habe ich zum Beispiel nicht gewusst. Dann können wir die ja schön aufeinander anpassen, wa?
Ach, warum nicht? Laufen wir mal in Rot rum. Mal was anderes. So, kann man hier schnell Rille machen? Nee. Dann gehen wir von da hin. Komm mal zu. Juno und Taka sollten dort sein. So, dann gehen wir mal hier hin und dann gucken wir mal, was die letzte, scheinbar letzte Hauptmission auf dieser Karte bringt. Naja, wohl letzte kann es noch nicht sein, weil die Bokaneda wird auf jeden Fall die letzte hier sein. Bevor wir in die nächste Karte gehen. Oh Mann. Ach da. Oh, meine Lieblingsaufgabe. Na komm, wir können jetzt mal das Leichte kriegen. War doch richtig. Na geht doch. Na, oh, zwei brauchen wir noch. Dann kriegen wir wieder mehr Erschlossenheit. Gibt's hier was zu holen? Nicht so aus. Oh, doch, da hinten gibt es ein bisschen. Naja, besser als nichts, wa? Ich sag mal, die Trasse sieht eigentlich ganz cool aus. So. Gefällt mir sogar jetzt irgendwie. Die Farben. Passt auch zum ganzen Blut, was im Spiel so ist, ne? Dann fallen die Flecken nicht so sehr auf. Jetzt ist, wenn die noch einer wäre. Das ist dein Kampf. Wieder ein Vogel ein? Nee.
Ist auch wieder so ein blöder Banner? Oh, ich hoffe nicht. Es gibt anscheinend nur eine Sorte Hund hier im Spiel. Ich stehe jetzt schon wieder hin. Schon wieder? Eine Mauer dafür oder nicht? Sag mal, will das für mich jetzt verarschen? Wo will der denn hin? Ist er weg. Naja, immerhin findet man ja doch eine Halbklinfe hier. Bringt ja auch Dauer was. Guckt man eigentlich hier hin. So. So. Gibt's gar nichts oder was? Doch da. Oh.
ist er denn? Wo will er mich denn hinführen hier? Ich verstehe das nicht ganz. Oder will er mich zu den Leuten einfach wo gehen muss? Der froh sich aber schenken können irgendwie. Na gut. Yuna, bist du das? Jin! Oh, der Vogel geht auf den Sack. Okay. Da bist du ja. Was ist hier passiert? Wo ist Taka? Versteckt sich mit den Überlebenden. Die Mongolen kamen vor ein paar Tagen. Sie nahmen Gefangene und töteten jeden, der sich gegen sie stellte. Jetzt kommen sie zurück, um ihr Werk zu vollenden. Das waren nur Späher. Der Haupttrupp kann nicht weit entfernt sein. Dann müssen wir weg. Jetzt! Wir können die Stadt halten. Was? Wir brauchen Komatsus Schmiede. Und die Einwohner. Aber wenn du willst, dann geh. Nein. Ich laufe nicht mehr fort. Bring mich zu den anderen. Viele Überlebende gibt es. Ein paar Familien. Zumeist Bauern und Schmiede. Nicht sehr kampferprobt. Was ist mit deinem Bruder? Er könnte keiner Fliege etwas antun. Das bleibt aber unter uns. Hm. Wieso seid ihr so verschieden? Gib mir später einen aus. Vielleicht erzähle ich es dir. So, wo ist der Vogel? Ich möchte jetzt wissen, wo der Vogel mich hinführen wollte, weil ich ihn noch nicht gesehen habe. Ich glaube, der kommt nicht in der Mission, ne? Ich habe hier draußen Menschen in Sicherheit gebracht. Eine wurde hier von Mongolen gefasst. Sie lebt. Bin ich sicher? Fürs Erste sind die Mongolen weg. Wir gehen zur Schmiede. Bei uns seid ihr sicherer. Funktioniert die Schmiede? Ja, aber wir können sie nicht entfachen. Der Rauch würde uns verraten. Den Mongolen zeigen, wo wir sind. Damit können wir sie anlocken. Dann müssen sie auf unserem Boden kämpfen. Mit dir rechnen sie hier nicht. Fürst Sakai! Yuna! Taka? Ich bat die Götter, euch beide zu beschützen. Ich danke euch. Aber ich ersuche eure Hilfe. Yuna sagte, ihr bräuchtet etwas. Ein Werkzeug? Zur Rettung des Fürsten. Er ist gefangen auf Burg Haneda. Und ich muss ihn befreien. Leise. So, dass niemand es merkt. Hier gibt es eine Schmiede. Und ihr seid Schmied. Der Beste. Ich könnte etwas anfertigen. Doch es bleibt keine Zeit. Die Mongolen. Ich werde ihnen Komatsu nicht überlassen. Wir bleiben. Ich brauche meinen Gehilfen, Yukio. Wir wurden getrennt. Wo ist er? Ich glaube, er suchte nach seiner Frau. In der Stadt. Ich finde Yukio. Yuna, bereit für den Kampf? Das ist sie immer.
Ach so. Also ich bin nicht glücklich, finde ich die Schwierigkeit. Okay, es geht gar nicht. Das ist ja doof. Yukio? Ja? Taka braucht Hilfe in der Schmiede. Kommt mit. Wartet! Meine Frau und ihre Schwester sind am Fluss. Führt mich hin. Schnell. Hier lang. Bleibt bei mir und tut, was ich sage. Wer ist dieser Mann? Frag du ihn. Frag du ihn. What? Was ist das? Blut. Nicht hinsehen. Seht mich an. Ja, mein Herr. Die Mongolen haben sie. Bleibt hier! What? Och, der Beschiss. Die hatte doch ihr Leben. Ich hab's doch genau gesehen. Och. Na gut. Die Mongolen haben sie. Bleibt hier. Hindwen. Ja, klar. Du still. Danke. Yukio schickt mich. Er lebt. Folgt mir. Taka braucht euren Gemahl. Mutsu, meine Liebe. Yukio, ich dachte, du wärst tot. Alles in Ordnung? Er kämpfte wie ein Tier, wie ein Dämon. Nur wenn ich gegen Mongolen kämpfe. Wir gehen zur Schmiede. Bleib bei uns. Ach, die Krieger hat alle platt gemacht. Hier, du, du weg! Der muss aber auch dazwischen laufen, ne?
Stoßjo! Also wirklich, das sind Idioten. Statt die einfach mal irgendwo in der Ecke warten. Nein, die laufen da genau mitten in den Kampf mit drin. Also wirklich. Was für Deppen. So, und alle, ich glaube schon. Ne, da haben wir einen. Rummelt hell, Tag hell ist hier. Das ist ja auch wieder so ein. Naja, egal. Hier, du! Von Lanitza! Da ist er. Achso. So. Jetzt waren sie aber alle. Yukio! Er hat uns gerettet, Taka. Danke, mein Herr. Die Mongolen sind hier. Wo ist Yuna? Sie wollte eine Familie aus dem Haus am anderen Ufer holen. Sie ist noch nicht wieder zurück, verdammt. Entfach das Feuer erst, wenn wir zurück sind. Ich weiß direkt dahin, da ist aber gut. Wir können die Schmiede entfachen. Taka meinte, du suchst eine Familie? Ich kam zu spät. Die Mongolen haben sie erwischt am anderen Flussufer. Diese Leute nahmen meinen Bruder damals als Lehrling auf. Dann lassen wir sie nicht zurück. Dann los. Samurai. Wo ist Samurai? Sag Wahrheit. Sie sind weg. Bitte, lasst uns gehen. Nee. Oi, o que que te harta? Ihr habt uns gerettet. Der Kampf ist noch nicht vorbei. Schafft ihr es bis zur Schmiede? Ja, ich glaube schon.
Bleibt alle dicht bei mir. Ach, geht das wieder los. Und die werden dann wieder alle in den Kampfrennen rennen. Wer kann der denn? Eine lange Geschichte. Wie er sie getötet hat. Das ist kein Mensch. Vielleicht hat ihr recht. Beleidigt ihr mich gerade, sag mal? Kannst ja auch sterben lassen können, wirst du, also. Naja. Dankbarke kennen die hier nicht. So, so ist das Spiel, oder was? Ja, okay. Ist voll? Doch, hier ist irgendwo was. Yuna! Den Göttern sei Dank. Entfacht das Feuer, Taka. Was ist mit den Mongolen? Diesen Ort werden sie nicht zerstören. So haben wir die Chance, alle zu töten. Wenn sie uns nicht zuerst töten. So oder so werden wir hier kämpfen. Na denn, machen wir uns mal bereit für den großen Kampf. Schlag gemacht. Au. Mongolen sind in der Schmiede. Wir müssen was tun. Ach. Die Schweine sind in der Schmiede. Wir müssen sie töten. Wir müssen das nicht tun. Und lass ihn check. Was ist das?
Boah, sag mal. Hunde sind anstrengend. Hä? Ich habe noch keinen Samurai so kämpfen sehen. Das war gar nichts. Du bist mehr als ein Samurai. Er ist ein rachgieriger Geist, dem Grab entstiegen, um die Mongolen zu töten. Wo verstecken wir uns? Gar nicht. Befeuert eure Schmiede und fertigt wieder starke Kummer zu Waffen an. So schlagen wir zurück. So retten wir Fürst Shimura. Ach, gieriger Geist. Ihnen hat's gefallen. Sehr schön. Ich las, die Samurai folgen einem Weg der Ehre. Nur einer der vielen Unterschiede zwischen uns. Warum finden dann meine Männer ihre Brüder rücklings erstochen auf? Fürst Sakai würde nie zu solchen Taktiken greifen. Krieg bringt unser wahres Ich hervor. Er machte euch zum Hund, der auf Befehl eures Vetters Kublai vergewaltigt, raubt und plündert. Euer Neffe weicht vom Pfad des Kriegers ab. Er wird zu dem, was ihr hasst. Außer ihr schließt euch meinem Kampf für den Frieden an. Ihr wollt keine Verbündeten. Ihr wollt Soldaten, um den Shogun zu stürzen. Überlegt es euch. Helft eurem Neffen, seine Ehre wiederherzustellen, bevor seine Feigheit zu weit geht. Und bevor ich euch seinen Kopf bringe. Ich kann meinen Onkel erst befreien, wenn Taka sein Werk vollendet hat. Was? Talisman, Rauchfröschen? Okay. Mal sehen, ob Yuna etwas Neues weiß. Geschenke sind verfügbar. Ah, was ist das hier eigentlich? Neuer Sattel verfügbar? Ja.
Achso. Braucht ihr einen Schwertschmied, mein Herr? Was für jede Art von Rüstung. Ich will doch zu den Satteln. Oh. Da oben. Ah. Ach, bei dem kann ich diese Banner bringen, oder was die wir gesammelt haben. Ah, jetzt verstehe ich. Fürst Sakai. Mein Name ist Genho. Ich versuche, das Volk ein wenig aufzumuntern. Da geht es euch wie mir. Ich möchte alle an unsere Beschützer erinnern, die in Komoda fielen. Worte sind nicht genug. Die Clanbanner der Samurai sind mächtige Symbole jener, die ihr Leben für uns gaben. Sie stehen dafür, sich nie den Mongolen zu unterwerfen. Noch mehr Banner, mein Herr? Ich las gerade eine Schrift mit der Geschichte des Adachi-Clans. Dort stand, ihre ersten Fürsten galten als die großen Erbauer. Wisst ihr wieso? Sie erbauten den goldenen Tempel von Ariake und die Leuchttürme auf der Insel. Fürst Adachi half meinem Onkel sogar bei den Wehranlagen der Burg der Ahnen des Shimura-Clans. Sie konnten auch gut Bauwerke zerstören und halfen so, die Yarikawa-Rebellion zu beenden. Ich hatte keine Ahnung. Danke für die Lektion, mein Herr. Ich weiß, eure Bemühungen zu schätzen. Ich glaube, der wird jetzt zu jedem Banner was sagen. Deswegen würde ich sagen, machen wir ab hier erstmal Ende. Haben wir auch schon über eine Stunde jetzt geschafft. Die Mission ging dann deutlich länger als erwartet. Und ich denke mal, lange ist es nicht mehr hin. Bis zum Angriff auf Burg Kaneda. Ach! Ich glaube, ich habe... Belohnung Wurfhaken. Oh! Ein Eisenhaken. Wahnsinn, da können wir irgendwo auf. Also das ist ja mal geil. Schön, dass man sogar zur Hälfte des Spiels erst kriegt. Oder über die Hälfte, ich weiß gar nicht, wie viel wir schon haben. Kommt mir deutlich länger vor als das, was die Wickel angegeben haben. Aber gut, ist ja jetzt nicht zwangsläufig schlecht. War. Gott, die habe ich ja schon lange nicht mehr gemacht, warum? Gut. So, liebe Leute, dann machen wir jetzt Feierabend. Und in der nächsten Folge gucken wir mal, wie es denn weitergeht. Außerdem haben wir noch ein paar Fragezeichen auf der Karte. Ich kürze hier zwei Stück. Die können wir dann auch nochmal machen. Gut. Ich hoffe, es hat euch bis dahin wieder gefallen. Ich fand es bis jetzt sehr spannend. Lasst mir gerne ein Abo und ein Like da und würde ich mich sehr freuen drüber. Und dann sehen wir uns halt beim nächsten Mal, wenn es heißt Ghost of Tsushima. Also, bis denn. Tschüss.